Die Svenja von Süverkrüb aus Kiel, die mir den Wagen hier zur Verfügung stellen und sagt, als sie mir das Auto übergibt, Ofel, das Ding fährt noch geiler als der G9. Der G9, ich empfehle euch das Video, was ich letzte Woche veröffentlicht habe, guckt euch das mal an. Das ist der Geländewagen, der SUV von dieser Firma und das ist ein bisschen gemütlicher mit Luftfederung, Massagesitze und so weiter und dieser hier, der ist richtig ein bisschen böse. Das hier ist der XPeng P7 Performance. Und wenn ich P7 höre, muss ich an meine Jugend denken, weil ich bin früher P7 gefahren. Das war nämlich ein Ford 26M. Viele von euch können sich da noch vielleicht dran erinnern. Schreibt doch mal drunter unter dieses Video, ob ihr so ein Auto mal gehabt habt. Aber hier, ja, das ist jetzt 2024. Eine Limousine, sportlich abgestimmt als Performance. Und Svenja sagt, ja, das Fahrwerk, das ist so schön knackig. Das ist wie bei so einem Mercedes C-Klasse AMG. Und ich denke, ich bin gespannt. Ich werde das Auto jetzt für euch testen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ofel Kröger, ich bin Kfz-Sachverständiger und heute bin ich für euch mal wieder Autotester. Ihr abonniert jetzt erstmal den Kanal und dann geht's los mit dem XPeng P7 Performance. Von diesem XPeng P7 gibt es drei Modelle. Alle haben den gleichen Akku mit einer Bruttokapazität von 86,2 Kilowattstunden. Ja, und rein nutzbar sind 82,7 Kilowattstunden. Das ist natürlich einfach für den Hersteller. Es unterscheiden sich aber doch Ausstattungsmerkmale. Es gibt den RWD, den Heckantrieb. Das ist natürlich der sparsamste. Und die haben natürlich weniger Bums als dieser, in dem ich sitze, mit Allradantrieb. Das ist der P7 Performance. Ja, was heißt denn überhaupt Bums? Wie unterscheiden sich diese Fahrzeuge? Ja, der Performance geht wirklich brutal. 4,1 Sekunden auf 100 und der Long Range 6,7. Aber Leute, 6,7, das ist auch schon richtig Bums. Ich blende hier mal kurz ein, was es so für Farben gibt und wie man das Auto konfigurieren kann. Das ist ziemlich einfach. Es gibt nur ein paar Farben zur Auswahl, nur eine Ausstattung und es gibt noch die Wing-Edition. Ja, tatsächlich, wer Bock hat auf sowas, der kann sich auch das Auto als Wing-Edition bestellen. Da gehen dann die Türen so wie beim Lambo nach vorne auf. Ja, ist natürlich ein fetter Auftritt, gibt es auch in der geilen Farbe. Kostet 69,9, das sind schon ein paar Taler mehr. Aber, und das hatte ich ja auch schon in meinem Video gesagt von dem G9, die Verarbeitung in diesem Auto ist tadellos. Innen wie außen wirklich tadellos. Wir haben im Gegensatz zu einem G9 hier 400 Volt Technik. Das heißt, die Ladegeschwindigkeit ist geringer. Und zwar 11 kW bei AC. Das sind die Ladeboxen, die ihr zu Hause habt oder auch in den öffentlichen Räumen, in den Städten. Die Ladesäulen, die haben bis 22 kW. Dieser Wagen kann 11 kW. Ja, und die höchste Ladegeschwindigkeit an einem DC-Charger, das sind die Säulen an den Autobahnen meistens oder unterwegs, ist 182 kW. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu einem 319 kW G9 Performance als SUV. 800 Volt Technik ist das Schlüsselwort. Ich denke, auch XPeng wird in Zukunft viele 800 Volt Autos rausbringen. Zur Reichweite. Für uns alle wichtig, 495 Kilometer im realen Leben, die WLTP-Werte, die werde ich hier oben einblenden, bei dem Long-Range-Fahrzeug mit dem Heckantrieb und bei dem Performance sind es 400, lest das mal eben ab, 460 Kilometer. Das ist natürlich ein Unterschied.
und dazwischen natürlich ein Riesenunterschied im Punch. Ja, ihr hört es hier piepen. Ihr wisst ja, in diesen Fahrzeugen ab 2024er Zulassung ist es so, wenn man die Geschwindigkeit überschreitet, kriegt man sofort eine Nachricht, zweimal piept es. Oder wenn man auch die Spur verlässt, kann es sein, dass er dann piept und sagt, hey, Ofe, du musst ja auf der Spur bleiben. Tja, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, der X-Pilot. Hier sind 5 Radarsysteme drin, also 5 verschiedene Radare. Es sind 12 Ultraschallsensoren, die kennt ihr ja, und zusätzlich noch 11 Kameras, die dafür sorgen, dass deine Umgebung gescannt wird und dass du sicher hier auf diesen Fahrbahnen fahren kannst. Das heißt, du schaltest das ein, zweimal runterziehen hier am Hebel, wie bei Tesla. Und ich bin hier gerade in der Stadt, fahre hier gerade durch den Ort mit 50 km/h. Ja, ich werde mal die Geschwindigkeit ein bisschen drosseln auf genau 50. Und er macht es, obwohl hier keine Linien sind, wirklich einwandfrei. Ja, ihr könnt hier sehen, seit dem letzten Start sind wir 23 Kilometer gefahren. Wir haben 19,8 Kilowattstunden verbraucht, ja. Und seit dem letzten Laden sind wir 126 Kilometer gefahren und es sind immer noch, das könnt ihr unten links sehen, 354 im Fahrzeug. Wie schon gesagt, Idealbedingungen, 19 Grad, Topwetter, da kommt so ein Auto richtig weit. Ihr könnt bei jedem Elektroauto mit 20% weniger rechnen, wenn ihr im Winter fahrt. Auch bei diesem hier. Übrigens serienmäßig mit Wärmepumpe. Ich habe den Wagen jetzt über 100 Kilometer gefahren. Gestern Abend bin ich mit meiner Frau nach Hamburg gefahren zum Essen. Und was mich wirklich überrascht hat, ist der Verbrauch. Ich habe den mal vollgeladen, dann standen da 468 Kilometer Reichweite im Display. Bin dann 45 Kilometer nach Hamburg gefahren und 45 Kilometer zurück. Und als ich zurück war, standen da nur noch 415 Kilometer. Also das BMS und die Anzeige hier ist extrem genau. Sollte man sparsam fahren, fährst du teilweise 10, 15 Kilometer, ohne dass sich die Reichweite ändert. Und das finde ich natürlich sensationell, denn dieses Auto ist sehr effizient. Der Allrad, mit dem ich gerade sitze, soll 180 Wattstunden auf Kilometer verbrauchen, also 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und der Heckantrieb nur 167. Das sind die Angaben vom Hersteller. Und ich möchte fast behaupten, bei Idealbedingungen, so wie jetzt aktuell, wir haben 18 Grad, und gerade Strecke, kein Regen, wenig Wind, ich habe gerade sogar Rückenwind, dann ist es so, dass das auch wirklich hinkommt und teilweise unterboten werden kann. Also die Reichweite, der Verbrauch ist wirklich eine Benchmark. Die haben mit diesem Modell eine Top-Karre hingestellt. Ich habe die ja schon alle getestet, ihr kennt ja vielleicht meine Videos, könnt ihr mal gucken. Die Playlist dafür heißt Tesla und Test, weil ich ja sehr Tesla-lastig bin, aber immer offen für neue Fahrzeuge. Und diese Marke hier, die hat es mir ein bisschen angetan. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde den XPeng, den G9 und auch hier den P7 wirklich super. Die Verarbeitung hat mich natürlich am meisten als Ingenieur, ist es so, dass Verarbeitung für mich das Allerwichtigste ist. Das Lackbild, wirklich ein hier super tiefes Schwarzmetallic, das glänzt in der Sonne, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, also ich finde es gut. Aber ich mag den G9 lieber. Ja. Wahrscheinlich, weil ich schon ein bisschen älter bin, mit 35, ist es so, dass ich gerne hoch einsteige. Und ja, ich genieße Luftfederung. Das ist es. Das hier ist definitiv Europaniveau, ganz, ganz klar. Ein Fahrwerk, was nicht poltert. Ein Fahrwerk, was wunderbar auf Lastwechsel reagiert und trotzdem noch komfortabel wirkt. Nicht ganz so komfortabel, wie ich es gern hätte. XPeng baut das Ding hier doch mal mit Luftfederung. Das würde mich mal interessieren. Aber definitiv ist hier nichts am Poltern. Und wir kennen die Hersteller, wo die Fahrwerke poltern. Das mögen wir nicht, oder? Das hier ist übrigens der Kollege, der dafür zuständig ist, dass ihr schön überwacht seid und immer schön nach vorne guckt. 476 PS zu 273 PS, das sind natürlich Welten hier, von Performance zum Long Range. Aber bei 200 km/h ist bei beiden Schluss. Sollte vollkommen ausreichend. Ich bin eigentlich so ein Typ, der mehr so auf Heckantrieb steht. Ich mag es gerne, wenn es hinten ein bisschen wirbeln würde. Vielleicht kann man ja auch ESP ausschalten. Muss ich mal ausprobieren. Aber 476 PS in dem Eimer hier, das ist schon, also man muss schon aufpassen. Und das Lustige ist, du kannst dir ja das Fahrwerk einstellen, ob du es Performance haben willst oder ich guck mal eben selber, was man hier so machen kann. Ja, Standard, Eco, Sport oder X-Pedal.
Und das Interessante ist natürlich immer, dass man sich natürlich auch die Parameter der Leistungsentfaltung einstellen kann. Standard, Eco, Sport oder X-Pedal. Aber natürlich in Verbindung auch mit dem X-Pilot. Zum Menü, da gehen wir jetzt mal drauf ein. Erstmal nochmal hier die Auflage fürs Handy. Wenn ihr euer Handy hier hinlegt, wird es geladen. Auf der Seite nicht. Was ich nicht so gut finde, ist das Material und die Position. Das finde ich beim Tesla zum Beispiel besser, wenn es etwas tiefer ist und etwas steiler liegt, weil das wird schnell schiedig. Fangen wir mal an mit der Routenplanung. Das ganze Menü, das kann ich jetzt nicht durchgehen mit euch, das wird zu viel. Wenn wir jetzt mal hier eingeben, München, das machen wir mal. Dann schauen wir mal, ob er München findet. Da München in Bayern, da wollen wir hin. Dann gehen wir auf Navigation starten. Er zeigt mir ja jetzt schon, dass die Reichweite nicht reicht. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass der blaue Kreis die Reichweite umkreist, die ihr jetzt mit der Ladung, und wir haben noch 362 Kilometer Reichweite, erreicht. Hier am Ende unserer Strecke wird er den Aral-Puls vorschlagen. Den nehmen wir. Den können wir auf jeden Fall verwenden. Hier ist noch einer. Das ist jetzt totaler Blödsinn. Charge One. Mit 11 kW, das ist natürlich völliger Bullshit auf so einer Strecke, mit 11 kW zu laden, da steht der ja Stunden. Jetzt suche ich mal einen anderen raus, was es da noch so gibt. Und das macht er jetzt gerade nicht. Das finde ich schade. Ich gehe noch mal ein bisschen in den Bildschirm rein, vielleicht geht es dann einfacher. Gehe mal auf diesen Blitz. Aha, da haben wir ein NBW mit 150 kW, das lohnt sich schon eher. Und hier haben wir wieder einer mit 50 kW, ist viel zu wenig. Also da muss ich wirklich sagen, das könnte man besser machen. Wir werden jetzt einfach mal den NBW mit 150 kW auswählen, zu unserer Strecke hinzufügen. Und jetzt sollten wir auf unserer Strecke ankommen. Wir starten jetzt die Navigation. Er sagt mir wieder, wie auch im G9, dass die Reichweite hat sich geändert. Bitte achten Sie darauf. Genau, und jetzt gucken wir noch mal, wie er die Strecke so darstellt. Ja, das sollte reichen. Hier der blaue Bereich bis zu unserem ersten Charger und dann von dem hier runter zum zweiten Charger sollen 512 Kilometer sein. Da musst du wirklich schleichen, wird er wohl nicht schaffen. Ja, was macht man da? Ziel außer Reichweite, sagt er immer noch. Klar, er geht jetzt von jetzt aus, er sagt, er schafft es nicht. Aber ich kann euch sagen, ich denke, hier kommen ja Over-the-Air-Updates in diesem Fahrzeug, dass das in Zukunft noch ein bisschen besser wird. Hier seht ihr übrigens auch den Fortschritt der Strecke. Ja, da seht ihr, hier unten geht's los, wann die ersten Charger kommen und so weiter. Dieser Charger hier, das wird ja wohl dann der sein. Das sind aber keine 512 Kilometer. Ich finde es ein wenig verwirrend. Ich muss sagen, ich bin mit der Ladeplanung hier in dem XPeng nicht so zufrieden. Wir gehen jetzt aber mal ins Menü. Da gibt es einiges, was passieren kann. Steuerung, man kann jetzt alles einfach anklicken, wenn man den Spiegel bestellen will. Oder wenn man jetzt hier an den Scheiben was einstellen will. Oder auch an den Sitzen, das kannst du alles einstellen. Das ist alles da vorhanden, so wie es sein soll. Von den Fahrmodi habe ich schon gesprochen. Man kann die Rekuperation wählen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann kann man alles mit den Leuchten machen, Ambientebeleuchtung. Ich blende hier mal ein Bild ein, wie das abends aussehen kann. Das ist schon schick, das finde ich gut. Dann natürlich der X-Pilot mit wirklich Dutzenden von Einstellungen, die man hier mit wählen kann. Möchte man gewarnt werden, möchte man Verkehrsnachrichten haben, möchte man alles an Situationen dargestellt haben, zum Beispiel eben Baustelle voraus oder wenn ich in einer Schule vorbeikomme, steht Schule voraus, also es wird auch gesagt. Sprachassistent hier im Moment noch auf Englisch, das soll aber bald auf Deutsch kommen über Over-the-Air-Effekte. Ja, Audio fand ich sehr interessant, man kann alles einstellen, was man will, über Kino, über laut und leise, Equalizer, wenn wir hier mal reingehen in den Equalizer, kannst du dir auch einstellen. Willst du Kinoton haben? Willst du Equalizer selber einstellen? Original über dynamisch? Ich habe mich für Kino entschieden. Das gefällt mir am besten. Und natürlich kann man die Balance regeln, wo man sie haben will. Ich lasse es mal auf mittig. Das ist also wirklich vollumfänglich, so wie es sein soll. Radiosender über DAB und natürlich auch Tune-In. Du kannst dein Bluetooth-Gerät hiermit verbinden, habe ich natürlich gemacht. Und natürlich auch Spotify, also alles, wie es sein soll. Telefonmenü kennt jeder, nichts Besonderes.
Er hat einen automatischen Einparker. Hier steht die Geschwindigkeit. Wir gehen nochmal drauf. Die Geschwindigkeit beträgt mehr als 24, so dass ich die Parklücke nicht finden kann. Ihr seht ja selber, wir fahren mehr als 24, nämlich 0,0. Wir stehen gerade. Das konnte ich bisher nicht ausprobieren. Dann hier natürlich auch noch die App-Anbindung. Kannst du YouTube gucken. Natürlich nicht während der Fahrt. Kann man sich alles aussuchen, was man will. Instagram. Schnick und Schnack, kannst hier auch noch auf Fahrzeug gehen, Xpeng Konzerthalle, Benutzerhandbuch und Energie, finde ich immer interessant. Und auch hier könnt ihr sehen, die Reichweite kann man eingeben in Prozent. 74% sind in diesem Fall ganz genau 362 Kilometer und WLTP oder dynamisch. WLTP ist so der Wert aus dem Labor und der dynamische, das wird der sein. Und ihr seht, die sind ganz eng beieinander, das wird der sein, den ihr erreichen könnt. Natürlich gibt es Sitzbelüftung. Und auch Sitzheizung für beide Seiten, hinten nur mit Heizung, alle ausschalten, klar. Man kann hier oben automatisches Licht einschalten, automatische Abblendung, heizbare Heckscheibe und so weiter und so fort, wie in allen anderen Autos. Und man kann, das habe ich auch gemacht, das Auto mit dem WLAN verbinden. Und ich hoffe, dass dann irgendwann mal ein Update kommt, wie gesagt, over the air. Im Moment ist OS 4.4.1 die aktuelle Version. Er ist auf Auto-Upgrade gestellt und man kann hier natürlich dann auch die Versionshinweise in dem Fahrzeug sich anzeigen lassen. Also fast alles wie bei Tesla. Und diese Konnektivität soll auch kostenfrei sein. Das soll soweit nichts kosten. Auch der Spurwechsel mit dem X-Pilot funktioniert einwandfrei. Wirklich. Man setzt den Blinker und er wechselt die Spur. Vorher muss man das natürlich im Menü komplett einmal einstellen, weil sonst geht es nicht. Das ist natürlich klar, denn die Einstellmöglichkeiten in dem Menü, und ich gehe gleich später im Video nochmal darauf ein, sind wirklich enorm. Also die Chinesen, die dieses Auto gebaut haben, haben natürlich Bock auf Spielereien. Und du kannst ja auch mit Apps arbeiten und so weiter und so fort. Tja, und der Bums ist wirklich super in diesem Auto. Ich muss immer wieder sagen, das ist natürlich klar, dass alles unter 5 Sekunden ist einfach super schnell. Für viele vielleicht zu schnell. Für mich nicht. Ich bin 12 Jahre Drag Racing gefahren als Amateur. Ich finde es aber immer wieder beeinflussend, wenn man Gas gibt und der ordentlich durchzieht. Ne? Und meckert nochmal dabei und zieht mir den Gurt straff nach dem Motto, das wird gefährlich, Vorsicht! Was ich richtig gut finde, ist hier bei dieser Mittelkonsole, dass man die einmal so rum aufmachen kann. Zack. Und auch so rum. Finde ich absolut genial. Schön wäre dann auch nur so rum, muss aber nicht sein. Auch in diesem Auto wie in dem G9 einfach Verglasung außen, aber es ist wirklich sehr, sehr ruhig hier drin. Absolut. Ich fahre jetzt 160. Ich glaube, ihr könnt mich gut verstehen, oder? Ich bin zufrieden damit. Fahrwerk, ein Gedicht. Die Maße dieses Fahrzeuges, die wollt ihr natürlich auch wissen. Ich lese mal ab. 4,88 Meter lang, 1,89 Meter breit. 1,45 hoch, absolut europäisch. Ebenso das Design, kein Bling-Bling, kein Schnickschnack, eher schick. Und wirklich, er sieht sportlich aus, von der Seitenlinie so ein bisschen wie ein Taycan. Von vorne, ich werde euch mal ein paar Bilder einblenden, was er so mit den Lichtern macht. Finde ich immer interessant bei so einem Auto. Ja, und wie ist das Gewicht bei dem Auto? Das ist natürlich auch wichtig. Das heißt ja immer, Elektroautos sind so schwer. Batterie ist natürlich hier im Unterboden. 2,1 Tonnen wiegt der Heckantrieb und 2,25 Tonnen wiegt der Allrad. Klar, so ein Antrieb vorne hat Gewicht. Gas geben! Gas geben ist so geil. Das ist so geil, ey. Immer wieder im Elektroauto-Punch. Ich liebe es, ich liebe es. Ja, den Sound habt ihr gerade gehört, ne? Ja, wie sieht es mit dem Platz aus hier drin? Ich bin 1,90, wie ich 75 Kilo. Und wenn ich jetzt mal aussteige, das könnt ihr ja sehen, habe ich genug Platz. Aber was ist mit hinten? Wenn ich mich hinten reinsitzen will, dann gucke ich mal. Und das sieht schon schlecht aus. Tatsächlich. Ja, geht. Aber ich bin hier schon seitlich vorbei. Ja, komisch. Wie im G9 ist es so, dass zwei große
Bengels hier keinen Platz drin haben. Also ich könnte natürlich auch, damit Platz entsteht, noch ein bisschen nach vorne fahren. Aber Kamera habe ich auch gefunden, ich habe es vergessen. Aber ja, 4 bis 5 große Leute, das geht nicht. Ja, klassisch fahre ich hier noch mal einmal vor meinen Wall, um hier mein Fazit abzugeben. Mach dann noch mal den Wendekreis-Checker und kann euch jetzt schon sagen, das ist absolut europäisch und ganz normal. Ja, und ihr wollt natürlich auch das Fazit wissen. Wie ist das Fazit bei so einem Auto? So ein Auto hier mit so einer Beschleunigung für 59.900 Euro, in meinen Augen auch in einem schönen Design, das müsst ihr natürlich selber entscheiden, ist absolut okay. 4,1 Sekunden, das ist ordentlich Punch. Ihr habt 400 Volt Ladetechnik, 440 Liter Kofferraumvolumen, Anhängerkupplung ist nicht möglich. Und was ich noch vergessen habe, V2L kann er auch. Ihr könnt euer Elektrofahrrad laden oder den Grill oder euch die Haare föhnen, wenn ihr irgendwo campt. Alles gar kein Problem. Zukunftstechnik, ja, definitiv. Verarbeitung, sensationell. Fahrwerk, europäisch, sportlich, aber immer noch angenehm. Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich super. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Guckt euch das mal an bei eurem XPeng-Händler und macht einfach mal eine Probefahrt, um euch selber ein Bild zu machen. Abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, Elektroauto steht er, dann lädt er. Dankeschön.